Ja, hallo und herzlich willkommen, ihr Landratten, bei Captain of Industries. Schön, dass ihr dabei seid und endlich ist es soweit. Ich habe das Spiel kaufen müssen. Es ist nicht günstig, aber ich habe jetzt so viel davon gelesen, geguckt, gehört und von daher fangen wir einfach mal an. Es ist aus meiner Sicht so eine Mischung aus, ich würde Frostpunk einfach mal ins Spiel bringen, überleben und eine Gruppe vorantreiben und Entscheidungen treffen, die die Gruppe nach vorne bringen oder auch nicht. Auch Anno ist dabei und oder halt, ja, was wird sonst immer ins Spiel gebracht? Ja, Aufbaustrategie auf jeden Fall. Factory wird immer viel gebracht, das heißt, man muss die Industrie in Einklang bringen, um es zu optimieren. Und sehr viel, sehr gute Züge. Das Spiel ist ein Early Access, von daher vergesst es nie. Seht es mir nach, wenn Fehler passieren. Und ihr seht, ich habe es noch nicht angespielt. Eigentlich ganz druckfrisch gerade installiert. Und habe mir einen Kaffee geholt und wir starten einfach mal mit einem neuen Spiel. So, wo starten wir? Schwierigkeitsgrad. Matrose ist die einfachste. Fangen wir mit Kartenauswahl an. Hier sieht es natürlich schön groß aus, aber viele Etagen, ne? Da müssen wir einfach schauen, wie wir dazu kommen. Es steht auch als schwierig, deswegen würde ich es nicht machen. Schwierig, schwierig. Vielleicht können wir später auf einen neuen gehen, Standard, Fortgeschrittene. Von daher sind wir eigentlich ganz gut hier erstmal aufgehoben. Und ich würde auch hier starten, ne? Ein Kater aus der Alpha. Vielleicht kennt die eine oder andere die schon und vielleicht können wir dann auch daraus gewinnen. So, Matrose. Für Spieler, die gemütlich segeln wollen, die Grundlagen erlernen. Genau, das ist das, was wir halt wollen, ne? Game Seed müssen wir gleich mal gucken. Wollen wir hier mal gucken, ob wir mal was Eigenes machen. Wir versuchen es einfach mal so. Ob es was bringt, so. Alles andere lasse ich wirklich jetzt erstmal so stehen. Und wir starten einfach, also in der Babysprache, Matrose. Und beginnen. Let's start. So. Tipps rein Sie beim Bau von. Das ist neu gerade. Ja, also es geht wirklich von Seefahrt bis zur Raumfahrt, ne? Von daher bin ich sehr gespannt. So. Kapitän, wir haben soeben angedockt. Sowohl unser Schiff als auch das örtliche Schiffsdock werden größere Reparaturen benötigen. Die verlassene Kommunikationsstation in der Nähe des Docks kommt, können abgebaut und zum Schmelzen von Eisen in einer Hochofen verwendet werden, damit wir da, mehr Fahrzeuge und Konstruktionsteile bauen können. Es ist wichtig, so schnell wie möglich ein Forschungslabor zu bauen, damit wir weitere Baupläne für wichtige Dinge wie Farmen oder ein Leuchtfeuer entwickeln können. Sie können mehrere Forschungslabore bauen, um die Forschung zu beschleunigen. Ein freundliches Dorf, mit dem Sie handeln können, ist in der Nähe. Überprüfen Sie die Weltkarte. Handeln kann eine Rettung sein, falls Sie ein Engpass kritischer Produkte geraten. Deshalb sollten Sie so schnell wie möglich ein Handelsdock, erforschen und errichten. Ja, das ist das, was wahrscheinlich alle schon gelesen haben. Wir sind in Pause, das heißt, wir können etwas, wir sind nicht in Pause, wir sind jetzt in Pause, uns mal umschauen. Also, wir haben hier ein wunderschönes Schiff, finde ich, ne, sieht echt cool aus. Mal gucken, ob ich hier schon mal ein Foto hinkriege für die Sandmeer. Wir haben hier die Rohstoffe, die wir aber auch bearbeiten können. So, das ist das Schiff, womit wir angekommen sind. Das ist kaputt. Das sind die Schiffsdocks. Wir haben hier auch verschiedene Produkte. Diesel ist nicht drin und es muss repariert werden. Dann haben wir unsere fleißigen Arbeiter mit Mitteln. Ne? Das ist auch ein schönes Bild. Ach, schade, hier kann ich weiter runter. So, wir haben hier einmal eine Baummaschine, eine Baumerntemaschine, ein Baumroder, wie auch immer. Er hat Sprit drin und er braucht auch Fahrzeuge, die zugewiesen werden. 8 hätten wir. Natürlich machen wir hier weniger so. Aber das machen wir gleich. Hier haben wir über Tab, sehe ich gerade, die
Weltkarte, hier hätten wir das Dorf, womit wir handeln können. Das heißt, wir können Holz gegen Steine tauschen und so weiter. Gucken wir uns an, wenn wir es brauchen, ne? So. Dann haben wir hier diesen alten verlassenen Kommunikationsstation. Können wir hier schon mal einen Auftrag geben. Passiert aber erst, wenn wir eine Schmelze haben. So, hier haben wir die Unterkünfte in zwei, also Siedlung. Zwei in Zahl, immer Platz für 40, sind 90 drin jeweils. Also 180 Leute. Ne, haben wir nicht drin. Oder? Ah ja, genau, hier sind 20 drin und hier sind 70 drin. Dann haben wir hier noch einen Lebensmittelmarkt. Da die können Kartoffeln verkaufen und jeder Lebensmittelmarkt kann auch immer nur eine Sache verkaufen. Das ist schon mal wichtig. So, was haben wir noch? Natürlich, wir haben Wald. Da werde ich auch direkt mit beginnen. Und wir haben hier hinten Erze. Das heißt, wir könnten hier schon mal freiräumen, dass wir Platz haben. So, wir haben hier jetzt einmal die Baumerntegebiet, das legen wir einfach fest. Würde ich jetzt erstmal den Bereich machen. So, da fährt der los, nämlich. Dreht sich schon um, ne, der dreht sich um, der war die ganze Zeit so. Und wir gehen hier hin und sagen, nicht verschrotten, hier ist ein Fahrzeug jetzt zugeordnet und ready, ne? So. Dann schauen wir erstmal hier, Metall, was können wir bauen? Eine Köhlerei ist wichtig für das Holz. Das ist die Frage, wir haben hier viel Holz. Setzen wir die hier dazwischen, würde ich sie setzen. Aber wir brauchen das dann auch für die Erze. Und wir brauchen hierfür, glaube ich, genau, da ist so ein Rauchabzug. Hier kommt Holz an, das machen die LKWs. Und wir können hier dann auch, ja, haben wir das hier? Genau, hier. Eine Esse brauchen wir auch. Die müssen wir eben gucken, wo die ist. Da ist er. Ist der angeschlossen. Ne? Das heißt, die werden schon mal Holz produzieren. So. Am Anfang werden wir noch hier Eisen von hier holen. Weil es einfach ist, aber irgendwann ist es halt weg. Ne? Das heißt, wir sollten schon da oben bauen. Um dementsprechend hier haben wir den nochmal. Kühlerei. Den Hochofen. Ne? Sieht man entweder aus Eisenschrott und Kohle wird geschmolzenes Eisen. Ne? Teil Gießerei und wir verarbeiten es dann halt weiter. Okay. Dann würde ich jetzt sogar sagen, hier kommt ja die Kohle raus. Naja, wenn wir jetzt hier die schon nutzen, oder genau. Also die schon mal hier anschließen. Grün. Geht nicht wegen dem Grundstein. Oder aber trotzdem so ganz gut. Wir machen es. So, und machen einen kleinen dahin, okay. Machen wir hier nochmal den Schornstein. Den müssen wir jetzt ja hier hin ersetzen. Okay. Haben wir denn schon hier Förderbänder? Das ist für die Schlacke. Ah, das finde ich noch nicht. Okay. Es kann sein, dass die LKWs das dann machen erstmal, ne? Hier haben wir nur für unterstützte Produkte ist Diesel und Dampf. Und hier ist es nur für die Schlacke. Ist ein bisschen heiß für die LKWs, ne? Okay, wir gehen wieder hier rein und machen aus den. Da die Frage weg. Müssen sie erst bauen, so. Wie viel Taktung die haben, wie viel Kohle wir produzieren, das ist halt alles sowas. Ein bisschen wie bei Satisfactory, ne? Wo man dann sagen muss, okay. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit Play. Ich werde auch erstmal nicht in schneller Geschwindigkeit. Der fährt los, der fährt mit. Und dementsprechend holen die jetzt das Material. Komplett.
um dementsprechend das aufzubauen, was wir da oben gemacht haben. Das ist alles noch nichts Wildes. Hintereinander fahren hier. Arr. Das ist Arbeitseifer. Und davon können wir mehr bauen demnächst. Einer ist sogar noch übrig. Studio, Abfall und Kippen. Genau, wir müssen noch Abfall machen, ne? Als nächstes. Pause ist automatisch. Ihre Bevölkerung erzeugt Abfall, der eingesammelt werden muss, um den Gesundheitszustand in ihrer Siedlung sicherzustellen. Sie können eine Abfallsammlung an ihre Siedlung anbringen, um dessen Abfall einzusammeln. Um den Abfall loszuwerden, können Sie ein Abkippgebiet bestimmen mit Z. Okay. Abfall, die Gelände abkippen lassen. Später können Sie mehrere Wege, um den Abfall umzugehen, erforschen. Beachten Sie, dass die Mengen von allgemeinen Abfall, der Ihnen Bevölkerung erzeugt, davon abhängt, wie viele Versorgung Sie bekommen und ob Sie wieder verwertet. Allerdings werden Sie niemals allgemeinen Abfall vollständig loswerden. Verkippung, okay. Bin direkt auf dem Gelände verkippt werden. Okay. Wir gucken mal, ob wir hier was haben. Hierbei. Das ist nicht Forschung. Also die muss man auch bauen. Würde ich jetzt auch erstmal hier hinsetzen. Okay. Unterkünfte brauchen wir nicht. Lebensmittel, aber hier den Abfall brauchen wir. Da wir hier schon angefangen haben, würde ich es auch wieder fortsetzen. Jetzt können wir, haben wir hier ein Abbaugebiet. So. Jetzt die Frage, ob wir irgendwo hoch müssen. Jetzt hier erstmal drehen. Ja. Wirklich hier so eine Art Rampe machen. So, und dann. Wo ist bereit, okay. F. Achso, ist gut. Dann haben wir da oben noch eine Rampe. Okay, das, da kippen die halt alles hin, ne? Set. Wir machen so. Labor ist bereit, sodass wir hier sagen können. Forschung beginnen. Ja, beginnen wir erstmal damit. Dann würde ich sagen, wir gehen. Wir können keine. Okay. So, jetzt steht hier oben die Grundlagen. Landwirtschaft werden erstmal erforscht. Hier, die bringe ich schon mal rüber. Und das ist jetzt halt die Frage. So, wir haben jetzt 20 in der Sekunde. Kommen 8 raus. Mal gucken. Hier vorne, ne? Und hier konnten wir jetzt ja die nehmen, ne? Ja. Mal hier drauf, zack. So. Und das schon mal. Dann können wir notfalls hier noch mal rübergehen. Ich weiß nicht genau, wie das hier ist. Der produziert auf jeden Fall schon mal Holz hier so. Ne, Holzkohle. So, das heißt, wir haben hier schon mal die drei Sachen gemacht. So, jetzt müssen wir gleich mal gucken, wie viel hier rauskommt, ob wir das nochmal aufteilen. Und was ist das denn? Denn da angeschlossen werden? Ach, das Dings, ne? Für eine Schlacke, glaube ich, war das, ne?
Eisenschrott wird links wird ein Schlag in der. Also noch mal gucken. Der braucht 28 Sekunden. Okay, das heißt, wir können den zweiten bauen. Zweiten. Gehen wir auch hier hin. Läuft schon. Wie viel produziert er denn? 40? Ne, 44. Das ist zu wenig, ne? Ne, 44 macht. Viel zu wenig. Nur noch einen zweiten bauen. Anschließen können wir da glaube ich jetzt nichts mehr. Ne? Okay, das haben wir schon mal. Forschung. Forschung läuft noch. Man könnte mehr, aber ich will jetzt am Anfang mich gerade nicht überfordern. So. Die haben noch für 53 Monate Essen, das ist schon mal gut. Die haben übrigens so Einigkeit, das ist so ein bisschen was mit, ja, wenn die uns gut gestimmt sind, dann können wir das für andere Sachen machen, mal für Autos und sowas, ne? So, jetzt haben wir hier Z-Abraumgebiet. Aha, ist Dings. So, dann haben wir das. Und was haben wir hier? Nachrichtenzentrum, okay. Eisenverhüttung. Haben wir schon. Endlich. Labor ist bereit. Dann haben wir hier, genau, das ist das. Forschung, da sind wir genau drin. So, hier können wir dann Fahrzeuge bauen. Wir können die Konstruktion, müssen wir als nächstes machen, würde ich sagen. Damit wir neue dazu bekommen. Energieversorgung brauchen wir dann auch, weil manche Sachen brauchen Energie. So, mal gucken. Es ist auf jeden Fall noch entspannt so. Der nimmt da schon mal weg. Hier würde ich gerne die Sachen dann produzieren. Hier vorne mal lassen wir alles statt werden. Das ist alles okay. Man sieht jetzt auch schon, falls einer noch nicht kennt, wie hier nach und nach jetzt das aufgeschüttet wird. Ne? Wir nutzen es als Rampe und der Müll ist erstmal weg. So, Lebensmittelabfall, so Lager und sowas haben wir noch nicht. Das heißt, es fängt ganz einfach an. Lebensmittellager haben wir auch schon stehen. Das haben wir aufgeschüttet. Hier haben wir schon ein Waldgebiet bestimmt. Nehmen auch das noch weg. Einfach hier. Dann Grundlagen. So, das ist gut. Also wir können ja in die Forschung rein. Nee, wir könnten hier nicht. Wir gehen hier in die Forschung rein. Und hier heißt es auch wirklich Forschung. Ne? Hier müssen wir einfach wieder Sachen dann finden. So. So, und das bedeutet, wir können jetzt hier hinten Landwirtschaft setzen. Neues Symbol dazu gekommen. Ah. Und die können wir dann hier hinsetzen, würde ich sagen. Weil hier haben wir, was ist das? Cool, ne? Würde ich die hier hinsetzen. Okay. Ich werde hier vorne so ein bisschen noch frei halten.
und optisch schön. Gucken, ob es klappt, aber. So, wie viel haben wir denn noch von denen? 555 sind genau die, die wir haben, ne? Okay. Das heißt, ab jetzt müssten wir eigentlich schon vernünftig bauen können. So, wir haben jetzt hier die Konstruktion, das ist schon mal gut. Gucken wir jetzt hier an. 55. Okay, da sind weniger drin, ne? So, da können wir das nämlich vernünftig machen. Und das war so der erste Tag, die erste Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr schaltet auch ein. Viele haben es vielleicht schon das ein oder andere Mal woanders gesehen. Aber wir werden es besser machen. Bis dahin. Tschüss, ihr Landratten.